Und das soll das nächste Kapitel sein zum Thema Einführung in Titan 10.1. Was ist neu, was ist anders? Und was gibt's an lustigen neuen Features? Das ist der letzte Stand. Beim letzten Mal hatte ich ja was über Shapes und Gruppen erzählt und da sah das zum Schluss ungefähr so aus. Also wir haben hier einfach nur eine Handvoll Schwenkerungen drinnen. Haben hier einmal ein Queue, wo einfach nur alle angehen. Dann ist hier noch ein Queue, wo für die mittleren vier ein Shape drin ist. Als erstes will ich mal zeigen, das findet sich eher unter den behobenen Fehlern, was in der Vorversion ein bisschen doofer ist, wenn wir von den wackelnden Lampen eine genommen haben und haben gesagt, so, du gehst auf eine andere Position, haben da einen Blockshape drinne und ziehen ihn dann wieder raus. Da ist der nicht mehr sauber mitgelaufen und das ist jetzt endlich korrigiert. Zeige ich euch gerade. Also, von den wackelnden vier nehmen wir mal den Kollegen hier. Sagen, du kriegst ein Blockshape, also Shape Generator, Create. Du kriegst einen Block O. Ja, bleibt die vierte Lampe stehen. Dann ziehen wir dich noch nach vorne, also Position, weiter nach vorne. Und na, irgendwie sowas hier. Machen wir hier noch klein. Vom Zoom her ein bisschen. Ja, sowas hier und noch nach drüben, bis nach rechts angenommen. Da kommt so unser berühmter Redner kurz vor knapp und sagt, wir brauchen noch ein bisschen Licht aufs Rednerpult. Da haben wir es. Speichern den Kram ab. Rekord. Speichern das hier und sagen, du hast eine hohe Priorität. Und außerdem bist du auf Mode 2, damit du zum Schluss auch wieder rausgehst, wenn ich dich rausziehe. Also, Edit Times von diesem Queue und sagen wir, du bist Mode 2, Fade to Fade. Und außerdem gehen wir noch auf Playback Options davon und sagen, müsste bei Playback sein, Priority ist ganz hoch. Ja, da kann uns nichts passieren. Das Ding, das wird immer da vorne stehen bleiben, egal was passiert. Ja, probieren wir es einmal, wenn wir jetzt den Shape neu starten. Die Lampe bleibt da vorne stehen, weil sie hat eine höhere Priorität. Ist außerdem noch im Programmer drin. Wenn ich den jetzt hier clear mache, dann wird das Ding mitfahren. Da muss ich den allerdings nochmal einmal hier hinten fahren, das ist normal allerdings, ja, weil der hat noch die Programmposition. Da muss ich den hier einmal neu starten und dann ist er in Reih und Glied. Jetzt fahre ich den Kollegen wieder hoch, bleibt vorne stehen, Shape Queue aus, Shape Queue an und jetzt ziehe ich den Kollegen mal raus und siehe da, er fährt wieder mit, so genau wie es sein soll. Das ist der Witz dabei. Als nächstes haben wir ein neues Feature drinnen. Das heißt Release nach Priority, also nach Priorität. Das bedeutet, ich habe ja jetzt auch gerade hier den Kollegen schon mal auf Priorität ganz hoch gesetzt. Könnt mal gucken, was passiert. Ziehen ihn rein. Könnte genauso gut sagen, okay, ich mach mal alle anderen, haben noch eine andere Funktion von mir aus, die drei. Ziehe ich nach vorne und ziehe die bis nach rechts und mache da auch meinen Beam kleiner. Müsste sowas gehen hier, sowas und noch ein bisschen nach rechts, nach vorne meine ich. Vom Tilt her, sowas hier. Und das speichere ich auch nochmal neu ab. Rekord. Und hier. Und von dem Kollegen sage ich dann auch wiederum Playback Options, du hast eine hohe Priorität. Ja, das geht über Playback. Priority Normal machen wir auf ganz hoch, very high. So. Clear. Können gucken, was passiert, wenn wir den reinziehen. So. Wozu das Ganze? Drücken wir jetzt einmal auf Release, einmal erstmal zum Gucken.
Dann geht das Release-Menü auf. Haben wir wie immer Release All Playbacks, stand schon immer oben, aber hier steht jetzt bei Priority. Also Release das mal unter Berücksichtigung der Priorität. Welche Priorität? Dafür gibt es die letzte Taste jetzt neuerdings. Die Release Priority oder Release Priorität ist Programmer. Das heißt, die beiden Queues, die wir hier gebaut haben, die haben ja die Priorität Very High. Die steht also noch über dem Programmer. Und das bedeutet, die werden garantiert nicht released, wenn ich hier auf Release gehe. Ausprobieren. So, da gehen hinten die vier aus oder die fünf letzten Endes. Nee, 3 und 3 macht 6. Der Shape geht auch raus und alles ist gut. So ganz nebenbei fällt mir gerade ein. Mal gucken, was passiert, wenn ich den jetzt hier rausziehe. Na gut, geht auch raus. Geht auch an. Klar, logisch, hat er ja keine Information. Noch einmal dasselbe Spiel. Gucken wir, was passiert. Machen die hinten nochmal an, weil es geht schneller. Die Funktion Release nach Priorität geht nämlich auch ganz einfach per Doppelklick auf die Release-Taste. Ja? Hier drauf, klick, klick. Und schon macht er genau das Gleiche. Unter Berücksichtigung der Release-Zeit, die hier im Release-Menü auf 2 Sekunden gestellt wird. Da kommt die nächste Änderung dazu. Ich muss den Kram wieder aktivieren, damit man es sieht. Da muss ich einmal ganz runterziehen und nicht nur halb. Jetzt geht's an. Und hier auch nochmal das Gleiche. Einmal aus und an. So, und zwar kann ich bei Release auch spontan eine andere Zeit geben. Und zwar genauso, wie ich das bei Paletten auch kann. Also einfach eine Zeit eintippen und zweimal auf Release, Klick, habe ich gerade auf 0 getippt. Und jetzt Release, Release. Und da ist alles aus. Und zu guter Letzt das Release All. Das heißt, ohne die Priorität zu berücksichtigen, das geht unter der Verwendung der Evo-Taste. Muss ich hier einen Rechtsklick drauf machen oder aber gedrückt halten und ein Release dazu. Und da müsste nochmal das gleiche Spiel. Entschuldigung, falsch getippt. Irgendwie komme ich hier mit dem Simulator nicht so ganz klar. Deswegen, also Evo und Release ist auf jeden Fall ein Evo und Release sollte eigentlich alles ausmachen. Noch einmal das gleiche Spiel. Evo. Rechtsklick und Release. Und da geht alles aus. Das war jetzt nur eine kleine Verbuchselung hier am Simulator. Das geht am richtigen Pult natürlich deutlich eleganter, wo ich einfach die eine Taste drücke und die zweite dazu drücke. Ganz simpel. Ja, hier habe ich mich ein kleines bisschen mit meinem Touchpad vertan. Aber das waren die zwei kleinen Lektionen für diesmal. Also einerseits ein behobener Fehler, nämlich die, mach gerade nochmal an, dass wenn ich aus einem Shape was rausnehme und den wieder reinfallen lasse, oh, da habe ich hinten welche mitprogrammiert, ja, den einmal rausnehme und wieder mit reinfallen lasse, dann fahren die wieder mit, so wie es sein soll. Und das zweite war das Release nach Priorität. Noch einmal das gleiche Spiel. Machen wir den Kollegen hier an und sagen Release, Release. Gehen hinten die aus und vorne die bleibt an, weil sie hat eine hohe Priorität. Und weiter geht's, glaube ich, mit Laden und mit Show laden, Playbacks laden und ja, Beenden des Programms. Ihr werdet staunen.